Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Folge. Ich wollte schon fast Prognose sagen, das wäre ja falsch. Wir sind im Achtelfinale, Timelinks und Kapitelmarken findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß auf jeden Fall beim Zuschauen. Mir bleibt nicht viel, außer mich zu bedanken fürs Reinschalten. Ansonsten los geht's mit dem ersten Spiel, Verl gegen Leipzig. So, Achtelfinale Nummer 1 und da haben wir den FC Verl gegen RB Leipzig. Ein bekanntes Duell, das hatten wir auch schon in der Gruppenphase. Der sich den Turnierbaum ausgedacht hat, muss ein ziemlicher Schwachkopf gewesen sein. Ich nehme es auf meine Kappe, aber erstmal geht hier auch ein Treffer auf die Kappe von Wosch. Den Namen kennen wir, den Namen können Sie persönlich einordnen, wenn Sie wollen. Auf jeden Fall steht es 1-0 für Leipzig. Der FC Verl vielleicht so ein bisschen die Mannschaft unserer Herzen in diesem Turnier. Deswegen freuen wir uns als neutrale Zuschauer erstmal über Tore in erster Linie. Aber dann freuen wir uns auch für Justin Eilers, der das 1:1 hier erzielen kann. Vorbei an Peter Gulaschi. Und wieder Eilers. Justin Eilers, das sieht sehr gut aus. Erst bleibt er hängen, aber Langesberg kommt nach und sticht zu. 2:1 für den SC Verl, RB Leipzig. Nach Führung, also im Hintertreffen. Dabei sah doch bis dato alles so ganz gut, nett, super und souverän aus. Sie kamen dann auch wieder. Die Offensivkraft nicht zu unterschätzen. Mukiele zu Haidara. Paulsen macht dann 10 Sekunden vor dem Seitenwechsel den 2:2 Ausgleich. Ein wuchtiger Schuss direkt unter die Latte. Da kann man dann nicht mehr so viel machen. Nur zuschauen und staunen. Der zweite Durchgang recht unspektakulär, nur noch eine Minute zu spielen. Und da kam Leipzig. Haidara zu Paulsen. Spiel ein zweites Mal gedreht. Jetzt führt wieder RB Leipzig. Josef Paulsen schlägt zu. Der Däne mit dem Führungstor. Viel Zeit bleibt im SC Verl also nicht mehr. 40 Sekunden noch etwa. Der Ball muss doch nach vorne, Langesberg, nicht mehr hinten rum. Yildirim zu Justin Eilers. Jawollo, da hat er ihn doch. 34 Sekunden vor Schluss diesmal. 3:3. Es war eine super Partie. Der sechste Treffer in diesem Achtelfinale, das Lust auf mehr machte. Verlängerung und jetzt der SC Verl mit dem Blut auf der Zunge. Also Blut geleckt. Damit wollte ich eigentlich das ausdrücken. Und da kam sie mit Yildirim zum 4:3 für den SC Verl. Und Leipzig konnte sich nicht mehr erholen. Die Partie also ein drittes Mal gedreht. Das war jetzt der Schlusspunkt. Verl kommt weiter, gewinnt 4:3 und schmeißt RB Leipzig damit aus dem Wettbewerb raus. Achtelfinale Nummer 2. Das ist Hoffenheim gegen Saarbrücken. Das ist Magenta Rosa gegen Hellblau. Gestreift irgendwas, auf jeden Fall 1:0 für Hoffenheim mit Ilas Bebu im Angriff, kann es durchaus gut laufen, den hämmert hier wirklich Bebu komplett humorlos rein. Der FC Saarbrücken hatte hier wirklich Probleme, Bayer 2:0, so locker, so souverän, da wird uns sich mal eine Wiederholung gegönnt, schade, ein böser Blick geht in die Regie, also 2:0 hier. Aber Saarbrücken kam nochmal vom Seitenwechsel. Nee, nicht wirklich. Da kommen sie nicht durch. Samaseku kann das gut verteidigen. 2 Minuten nur noch zu spielen im zweiten Durchgang. Also Saarbrücken, wo ist das große Aufbäumen? Es kommt nicht mehr, es kommt nicht mehr. Harvard Nordweit stattdessen mit dem 3:0. Es sind, glaube ich, diese Trikots, diese Glücksgriffe in den Trikotkoffer. Ja, in der Szene hat man es wieder gesehen. Bebu nochmal, sieht schön aus. Uafero lässt sich da ein bisschen Hops nehmen. Und es steht 4:0. Eine ganz schön brutale Packung im Achtelfinale. Hoffenheim kommt weiter, gewinnen sie mit 4:0 gegen Saarbrücken. Der erste FCS ist jetzt leider raus. Uerdingen gegen Darmstadt haben wir dann auch noch auf dem Papier und Darmstadt in Weiß, die hatten hier was vor mit Viktor Paulsson. 1:0 Darmstadt. Viktor Paulsson macht es sehr gut. Ist meistens so das Zeugnis, das man Spielern ausstellen kann, wenn der Ball im Tor ist.
Aber der KFC Uerdingen, er hatte auch Lust nach vorne zu spielen. Van Ooyen zu Lukimia. Lukimia, und irgendwie fällt der Ball dann nochmal Van Ooyen vor die Füße, aber es fällt uns keine Wiederholung vor die Füße. Schade, schade, schade. Zweiter Durchgang, Viktor Palsson, nochmal Viktor Palsson. Huh. Und wieder 2-1 für Darmstadt. Danke an die Regie, diesmal gibt es auch wieder eine Kameraführung. Schöner Schuss, wuchtig reingemacht. Darmstadt in Front und es ging gut weiter. Nein, erstmal die Parade. Spiel in die andere Richtung, Grimaldi. Aber Marcel Schuhn macht da dann wieder diese Bahnschrankenaktion. Das dauert Ewigkeiten, da muss man, sieht man mechanisch quasi wirklich wieder eine Schraube gedreht wird und dann ganz Schritt für Schritt mit quietschenden Tönen geht Schuhn da runter und kann nichts mehr machen. Und KFC Uerdingen, sie konnten was machen und zwar nach vorne spielen nach diesem 2:2. Lukimia und Grimaldi mit dem 3:2. Der SV Darmstadt brauchte jetzt ganz dringend ein Tor, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Es waren aber nur noch weniger als 20 Sekunden zu spielen. Grimaldi nochmal, lange am Ball. Zu Van Ooyen und 4:2. Klar war das die Entscheidung, der KFC Uerdingen liegt zurück, aber er bringt sich wieder rein ins Geschäft, gewinnt am Ende souverän mit 4:2 und macht das gut. Aber Schuhn hatte heute halt leider auch nicht seinen allerbesten Tag. Meppen gegen Bochum, dann also das nächste Achtelfinale, das wir uns ganz genau anschauen wollen. Der SV Meppen, er kann immer mit seinen Trikots überzeugen und auch mit Julius Düker. 1:0 nach gerade mal 7 Sekunden, was für eine Auftaktphase, stark gemacht, rübergelupft, abgepiekst und reingemacht. Das Ding, Riemann greift hinter sich. Der VfL Bochum aber wollte eigentlich hier nicht so sang- und klanglos ausscheiden. Es sah aber nicht gut aus. Riemann aber mit der tollen Parade hält hier seine Mannen erstmal im Spiel. Nun auch der VfL Bochum mit Robert Tesche. Irgendwie fällt Jul der Ball da vor die Füße und Domaschke, den haben wir aus dem 16. Finale noch ganz stark in Erinnerung. Hier kann er mal gar nichts machen. Robert Jul steht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Jetzt wieder Meppen. Und das ist eine Großchance. Das ist eine riesige Chance. Düker 2:1. Meppen wieder in Führung. Auch so ein persönlicher Geheimfavorit der SVM. Der VfL Bochum. Oh, jetzt wirklich vor großen Problemen, weil Meppen auch nochmal kam mit Krüger. 3:1, 13 Sekunden vor dem Seitenwechsel. Ganz große Aufgabe jetzt für den VfL Bochum. Da kann Riemann natürlich mal gar nichts halten, muss man ihn wohl in Schutz nehmen. Zweiter Durchgang jetzt, der VfL Bochum. Er kam aber nochmal mit Robert Juhl zum 3:2. Und über 2 Minuten Zeit, um einen Treffer zu erzielen, das ist eben das Gute an der Halle. Da gibt es nicht viel mit aufgeben, es sei denn, man liegt eben mit 5:0 hinten. Hier war die Hoffnung wieder zurückgekehrt. Domaschke bringt den Ball nicht gut zu Mann. Da ist Gamboa, der dazwischen ist. Juhl fängt ab, Robert Juhl ist da, Gamboa. Ball selbst erobert und gut abgeschlossen. 3:3 schon. Der VfL Bochum hatte jetzt wirklich Bock. Da geht auch meine euphorische Stimme aber mal so richtig nach oben und so langsam geht sie auch dahin. Aber das ist egal. Ich muss hier das Ganze einfach kommentieren und anbrüllen. Den Bildschirm. Nochmal Bochum, Tesche und Robert Juhl. 4:3 nach 3:1, 3:4. Der VfL Bochum verdient sich damit den Einzug ins Viertelfinale. Der SV Meppen, der gut spielte, aber in der zweiten Halbzeit dann versagte. Auf fußballerischer Ebene natürlich, muss sich hier verabschieden. Wir wollen das nächste Spektakel. Kaiserslautern gegen Unterhaching. Das nächste Achtelfinale ging gut los, weil Mantel da nicht glücklich aussieht und Hut zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht. Mantel sehr unsicher in der Szene. Greift dir den Ball doch einfach ab, Junge. Aber Kaiserslautern machte das wirklich gut. Ließ nach hinten kaum etwas zu und kam nach vorne eiskalt zum Abschluss. Wieder Luschek. Eigentlich eher als Defensivspezialist aufgebracht. Aber hier bringt er erstmal die Hachinger auf, die sehr, sehr unglücklich waren mit diesem Zwischenresultat. Nach vorne ging wirklich nichts bei den Hachingern. Hut, dritter Hut.
Diesmal mantelstark, gute Parade des Youngstars, auf den ja viele Hoffnungen ruhen in der Zukunft. Hier konnte er sich mal wieder beweisen und er leitet das hier ein. Das 2-1 durch Schwabel. Und im zweiten Durchgang eben ja auch noch 2,5 Minuten zu spielen. Es war also noch komplett Zeit, um hier auszugleichen. Mantel. Der Ball muss halt auch irgendwann nach vorne. Greger. Oh, das muss es sein. Spahit, Schwabel. Ah, es blieb weiterhin beim 2:1. Nur noch 20 Sekunden. Konnte Unterharing auch ausgleichen, sich in die Verlängerung retten. Da ist Luschek nochmal. Adam Luschek. Nein, Mantel schmeißt sich auf den Ball. Aber es brachte nichts mehr. Die 14 Sekunden liefen so davon. Kaiserslautern gewinnt mit 2:1 und schmeißt Haching hier aus dem Wettbewerb. Mannheim gegen Heidenheim haben wir jetzt hier auf dem Plan. Heidenheim ging hier ganz gut ab von Beginn an mit Geipel und mit Tomalla. Nach 21 Sekunden stand es 1:0 für Heidenheim. Ein wunderbarer Salto wird uns hier noch präsentiert. Kann eben auch ganz schlimm ausgehen hier auf dem Hallenboden, aber Tomalla steht ihnen ohne Probleme. Doch Waldhof Mannheim hatte auch nicht so viele Probleme, um zurückzukommen. Martinovic, nach Schuss von Segert ist Martinovic da, köpft ein, bringt den Ball über die leere Torlinie herüber, wuchtet den Ball in die Maschen. Der erste Durchgang noch in der Mitte seines Seins. Segert verlad, scheitert erstmal. Heidenheim schaltet dann schnell um mit Andreas Geipel und der macht es nicht, der macht es doch. 2:1 Heidenheim. Geipel im Nachfassen dann mit dem Führungstreffer, mit dem zweiten. Waldhof Mannheim jetzt vor große Probleme gestellt. Ein Tor erstmal für die Verlängerung, zwei für den direkten Sieg. Ferrati holt sich den Ball, quergelegt. Da kommen sie aber nicht durch. An Tomalla kommen sie nicht vorbei. Verlad, Verlad, Verlad. Aber der verliert da sonst nichts außer sich selbst. Schade, Ball leider vorbei. Waldhof Mannheim aber drückt er auf den Ausgleich mit Segert. Segert, nein, nein, so nicht, so nicht. Kevin Müller hat den Ball und hält den Sieg fest. Heidenheim gewinnt mit 2:1, etwas glücklich gegen Waldhof Mannheim. Das vorletzte Achtelfinale lautet Borussia Mönchengladbach gegen den FC Ingolstadt. Gladbach wieder in Minze, heute gekleidet gegen FC Ingolstadt. Und sie waren gut überlegen. Erstes Tor dann, ja, nach einer Minute und 34 Sekunden durch Lars Stindl, der Routinier, macht es hier einfach gut und überlistet dann auch den Ingolstädter Keeper. Aber der FC Ingolstadt, er wollte nicht hier irgendwie aufgeben, dann aber mit dem luftigen Verteidigen, wenn man das nett austreten möchte, 10 Sekunden vor dem Seitenwechsel an Paulsen, sogar mit dem 2:0 für Borussia Mönchengladbach, der hier allein auf weiter Flur ist, viel Platz hat und den Ball dann reinbrischt. Der FC Ingolstadt brauchte jetzt 2 Tore und die Möglichkeit dazu war durchaus da, und zwar mit Elva. 10 Sekunden gerade mal gespielt im zweiten Abschnitt und Elva kommt dann und sieht und siegt und 2:1 nur noch. Ingolstadt wieder zurück im Spiel, Borussia Mönchengladbach aber weiterhin auch auf die Offensive konzentriert. Paulsen bekommt den Ball irgendwie durchgesteckt zu Zakaria und wieder der 2-Tore-Vorsprung hergestellt. Dennis Zakaria mit dem 3:1. Der FC Ingolstadt hatte jetzt wenig Zeit, um noch 2 Tore zu erzielen und es wurde wirklich eine ziemlich schwierige, nahezu aussichtslose Lage. Sie kam nicht mehr so richtig nach vorne, nur noch 1 Minute zu spielen. Elva nochmal raus zu Kaya, jetzt muss der 3:2 Anschlusstreffer doch fallen. Kaya, 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 Schröck, nein, Pech gehabt und das war's. Gladbach schlägt Ingolstadt, Ingolstadt muss sich verabschieden und Borussia Mönchengladbach zieht gerne ein in die nächste Runde. So, und eins gibt's eben noch. Sandhausen gegen den FC Bayern München. Wer zieht das letzte Achtelfinalticket? Bayern in Schwarz, Sandhausen in Weiß. Choupo-Moting mit der Hacke zu Lewandowski. Schönes Tänzchen, Sané. Und Lewandowski kann nicht mehr abstauben. 0-0 also weiterhin. Bayern machte das schon ganz gut. Sandhausen spielte irgendwie ängstlich. Warum eigentlich? Sind doch alle gleich gut. Süle mit dem Ball zu Lewandowski. 1-0 für die Bayern. 17 Sekunden vor dem Seitenwechsel. Ein wunderbarer Treffer, dann ein wunderbarer Jubel des Polen, super gemacht, schön abgedroschen, Rick Wulle mit dem Nachsehen. Zweiter Durchgang, Bayern nach wie vor klar besser, Lewandowski hat dann eben auch die
Qualität und die Frechheit im positiven Sinne, solche Szenen hier abzuspielen. Von Sané bekommt er den Ball, dann macht das einfach gut und schöner, als es eigentlich sein muss. Aber eigentlich soll es genauso sein. Wieder Lewandowski. Zu einfach geht das. Lewandowski viel zu einfach. 3-0 die Entscheidung dann in diesem Spiel schon. Der SV Sandhausen neben der Spur hat eigentlich bis dato ein sehr gutes Turnier gespielt. Jetzt müssen sie sich verabschieden, war aber noch nicht Feierabend. Nochmal die Bayern mit Erik-Maxim Choupo-Moting. Choupo-Moting, ja, bringt er irgendwie über die Linie. 4-0, 2 Sekunden vor Schluss. Brutale Abschlachtung für den SV Sandhausen im Achtelfinale. Natürlich extra bitter. Bayern kommt weiter in der Runde, also vollkommen verdient hier. Und der SV Sandhausen scheidet chancenlos aus. Jo, da habt ihr dann die neue Übersicht für diesen Turnierbaum. Wir bewegen uns aufs Finale zu. 3 Folgen wird es noch geben. Danke fürs Reinschalten auf jeden Fall. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund. Wunderschönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.